Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zur weiteren Folge Thronebreaker für die Switch. Wie ihr sehen könnt, man sieht ja nicht viel, aber es ist die Karte, müssen wir noch ganz da hoch und da werden wir jetzt aus dem Weg machen. Das Fragezeichen nehmen wir noch mit auf dem Weg und dann schauen wir mal. So. Ein bisschen laufen müssen wir allerdings noch. Wir haben ja schon den letzten Kampf ganz gut gemeistert. Huch, kommen wir hier nicht durch. Ah. Gibt es hier keine Abkürzung? Ich, ne? Kann er echt nicht durchlaufen, das ist ja bescheuert. Gut. Laufen wir hier rum. Ah, geht auch nicht. Ich muss echt den ganzen Weg da. Oh, das ist auch bescheuert gelöst. Warte mal. Ja. Ein bisschen laufen, finde ich, müsste aber schon dabei sein, irgendwie. Leider. Man kann ja auch die Geschwindigkeiten erhöhen von denen. Das ist das Problem. Wo zum Teufel bleibt die Verstärkung? Warum reitet Willem den Feinden nicht entgegen und entsetzt die belagerten Städte? Ich weiß es nicht, Majestät. Wir haben keine Nachricht von ihm erhalten. Verflucht. Ich bin wohl die Einzige, die gegen die Schwarzkittel kämpft. Okay. Warte mal. Und jetzt hier mal ganz kurz hingehen. Wir können vielleicht ja unsere Moral ein bisschen anheben. Wir helfen den Dorfbewohnern, wenn wir da Kartenstücke haben. Da drüben, oh, da ist so eine Wasser- und Wasservibe. Was sagen die beiden Trottel denn hier? Vorsicht, Herrin! Von der Straße schallte Hufschlag und Geschrei in fremder Zunge. Okay. Majestät. Und Prinz Willem? Es hat Kriegsohm gegeben. Blut in der Milch, tote Fu. Es hat Kriegsohm gegeben. Okay, also ich glaube, wir gehen mal hier oben hoch kurz. Warte mal. Und hier unten ist so ein altes Wasserweib. Ein Kampf gegen den Wasserbiest-Ding, das müssen wir wohl machen. Aus den Seerosen. Lyrische Fischer behaupten, dass den Seerosen in den Flachzonen der Yavinna-Monster entstiegen waren. Angeblich hatten sie riesige fischartige Augen und einen Schuppenpanzer mit grünen Borsten. Okay. Gott sei Dank sind es nicht die mit den roten Borsten. So, bitte. Nehmen wir mit so. Okay. Wir müssen nicht wissen, warum. Ah, okay. Füge allen in dieser Reihe 3 Schaden zu. Wären die Todeswunsch, okay. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Okay. Dieses blödes Viech. Wieder und wieder und wieder. Mach mal ab. Na. Mal 3 Stück von, ne? Schütze zu Diensten! 7. Den schon mal wegmachen ein bisschen. Und was kriegen wir da? Ach, so einen loyalen Heini. Ja. Okay. Ja, 2 hat er davon, okay. Rüstung wird ihnen nicht helfen. Das ist doch gut. Okay, sie kommt trotzdem wieder. Ne, hat einen Schaden erlitten, ne? Okay.
Aber so können wir den da oben irgendwie auch machen. Wenn wir einen davon platt machen, dann macht der Schaden bei der ganzen Pflanzen da. Eigentlich. Scheiße. Das heißt, eine Stunde Regen bei ihm. Müsste ich jetzt gleich mal aufhören. Passt doch bestimmt jetzt, oder? Ich würde passen. Nicht Elber. Wir passen dann nämlich auch. Okay, dann können wir auch passen. Zack. Unsere Runde. Ab. Obwohl es dumm war abzuwarten, fällt mir rein. Obwohl er macht zufälligen Schaden, ne? Okay, das wäre gar nicht so blöd. Was? Wer wagt es? Okay. Da kommt schon. Blödes Wasser. Oh, was ist das denn für ein Viech? Ach, da kann er eine Karte nach vorne holen, der Schwein, der Schweinepriester. Was kann er machen? Schade. Hat er natürlich den schönsten von mir geholt. Wir müssen einander vertrauen. Okay. Ah, ehrlich. Ah, so ein Schwein. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Ich hätte auf meine Alte hören sollen. Hättest du mal auf deine Alte gehört. Okay, also das weiß nicht, was der Wasserhalb noch da oben in der Hand hat, was für Karten da noch kommen. Er haut auch mehr Schaden raus, die Dinger, ne? So, mehr können wir nicht jetzt verpassen. Jetzt gucken, was er macht daraus. Ob er noch die 37 Punkte da holt.
Sehr gut. Sieg für mich. Das freut mich. So. Also hier. Malcolm, die Straßen sind gefährlich. Heutzutage sind mehr Schwarzgänger unterwegs als Mücken. Es ist verdammt nochmal unmöglich, nach Davograd zu gelangen. Vorerst habe ich die Schätze in einer verborgenen Kiste an der Seite der Herberge gegenüber vom Tempel versteckt. Wir können uns überlegen, wie wir sie anlegen, sobald sich dieses Chaos gelegt hat. Versuch bis dahin am Leben zu bleiben. Okay. Mal gehen. Frage, was für ein Herberge da gemeint ist. Was ist hier los? Mewe und ihre Gesellschaft kamen zu einem Dorf, das von Nilfgaardern geplündert worden war. Schon von fern hörten sie Schreie und bald entdeckten sie, dass es keine Schreie der Trauer, sondern der Wut und des Verfluchens waren. Los! Prügelt den Mistkerl ordentlich durch! Gnade, gute Leute! Ich habe nichts getan! Die Dörfler standen in der Dorfmitte um einen blutigen Elf, der in ihrer Mitte kauerte. Sie hielten Steine in den Händen und bedrohten und beschimpften ihn. Die Königin verlangte eine Erklärung. Ein rußiger Waffenschmied trat vor und spie. Der Hurensohn ist ein nilfgaardischer Spion, Majestät! Er hat das Dorf plündern lassen! Hängen soll er! Die übrigen Dörfler murmelten zustimmend. Der Elf fiel vor der Königin auf die Knie. Gnade, Rena! Rettet euren treuen Untertanen! Sie beschuldigen mich nur, weil ich ein Elf bin! Hm. Das Leben? Wir verschonen den Elfen, oder? Warum seid ihr seiner Schuld so sicher? Habt ihr Beweise? Mewe hakte nach. Hat ihn jemand mit dem Feind sprechen sehen? Hatte er fremde Münzen bei sich? Die Dörfler blickten wütend rein, die Hände zu Fäusten geballt. Aber niemand sagte ein Wort. Die Schwarzkittel brauchen keinen Grund, um unsere Dörfer zu überfallen. Tretet zurück und lasst ihn zufrieden. Der Elf dankte der Königin unter Tränen und flehte, sie möge ihn nicht hier zurücklassen, sondern in ihre Streitmacht aufnehmen. Euer Gnaden, ich flehe euch an. Die Däune werden mich aufhängen, so wie ihr fort seid. Nimm ihn mit. Na schön, sagte die Königin nach einem Moment. Such den Quartiermeister auf. Er wird schon was für dich zu tun finden. Wir ziehen weiter. Unter den hasserfüllten Blicken der Dörfler verließ die Gesellschaft den Weiler. Als die Reetdächer hinter der nächsten Biegung außer Sicht gerieten, atmete Mewe auf. Ihr habt Gnade gezeigt, Herrin. Das wird... Ja, das mache ich natürlich, habe ich Gnade gezeigt. Ihr habt Gnade gezeigt, Herrin. Links gehen. Wir finden ja die Herberge noch. Können wir auch da links gehen drüber, okay. Reisen können. Müssen wir jetzt nicht, nicht. Wir brauchen jetzt nicht. Wer denn? Er sieht ja. Schaut ja finster rein. Eure Majestät, der Besitzer dieses Anwesens hat Entschädigung für kriegsbedingte Schäden verlangt. Er behauptet, ihr hättet eure königliche Pflicht vernachlässigt. Sein Grund vor dem Angriff der Nilfgaarder zu schützen. Da hat er recht. Ich allein trage die Schuld. Gebe ihm was in der Ehe. Der wird bekommen, was ihm zusteht. Hiebe und einen Platz in mein Heer für ihn und seine Familie. Das machen. Komm, er kriegt ein bisschen was von uns. Die Moral nämlich auch hoch wieder bei unseren Leuten, was natürlich sehr wichtig ist für uns. Gut. Geht's weiter. Schauen wir mal, was es noch gibt. Denkt an Nilfgaarder. Die Götter werdet ihr nicht besiegen.
Sie fürchten eure Fackeln und Schwerter nicht. Frevler, Heiden. Aha. Verflucht seid ihr, Söhne Nilfgaards. Mögen. Verflucht seid ihr. Nicht so lieb die Leute, ne? Ruhige. Ach guck mal, hätten wir auch gleich hier beten können wir. Und das Ganze gratis. Aber naja, was soll's. Gehen wir hier hoch? Oh. Ein Bergtroll. Plötzlich schnitt ein Schatten über den Himmel. Die Königin riss instinktiv den Schild hoch. Überzeugt, dass ein nilfgaardisches Katapult soeben einen Felsbrocken auf ihr Gefolge warf. Doch als das Geschoss auf der Straße vor ihnen landete, zerbarst es in Splitter. Es war ein Fass. Sie bewerfen uns mit Fässern? Soll das ein Witz sein? Die Nilfgaarder sind eigentlich nicht für ihren Humor bekannt, antwortete Renard. Mewe erhob sich im Sattel, spähte in die Ferne und brach in Gelächter aus. Es war kein Katapult und auch kein Tribok gewesen, sondern ein wütender Felstroll hatte das Fass geworfen. Eine Abteilung nilfgaardischer Soldaten lagerte bei jener Höhle, die dem Troll als Zuhause diente. Den Männern befehlen, dem Troll zu helfen, nicht in den Kampf eingreifen. Troll oder nicht Troll? Die Königin zog ihr Schwert. Niemand verdient es, von Nilfgaardern umgebracht zu werden. Folgt mir! Oh, helfen wir bei dem Troll, oder? Viele halten Troll angesichts ihrer Tapsigkeit und ihren ungeschliffenen Ausdrucksweise für harmlos, leicht zu überlisten oder bei Bedarf schnell abzuhängen. Die Nilfgaarder sollten bald herausfinden, dass es sich bei deinem Fehlschüsse handelt. Für diese Lehre sollten sie einen hohen Preis bezahlen. Gewinne die Schlacht, ohne dass Schöp stirbt oder in Gefangenschaft gerät. Ja. Schauen wir doch mal an, was da so geht. Schöp. Was kann ein Schöp? Beschützt den Troll. Besser jeden Zug. Na, okay, dann müssen wir als erstes platt machen. Zwei von, okay. Mal gucken. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Was ist das für ein Typ? Mal kurz gucken. Füge jeden Zug zu Beginn des Zugs den stärksten 5 Schaden zu, wenn die Stärke der Einheit gerade ist. Okay, also meiner ist jetzt gerade, was natürlich ärgerlich ist. Jetzt müssen die nach oben so ein bisschen wegflanken. Okay, so, wir machen es. Ich brauche ein Ziel. Na, der haut da natürlich noch Schaden raus. Dann müssen wir durch. Heil, Kerser! Nee.
Ich kann nicht mehr. Kluge Entscheidung. Okay, so. Und wenn wir jetzt einen nach oben schicken, dann können wir gehen. Disziplin bringt uns den Sieg. Schütze zu Diensten. So. Sieht schon gut aus. Eigentlich. Jetzt gehörst du mir. Was unser Troll jetzt nicht abbekommt. Links, rechts, links, rechts, links. Ach, ich hätte ja auch schon passen können für neu ein. Ich hab mal Wild gejagt. Menschen bringen mehr Geld. Jetzt können sie nämlich ganz gut bekommen, ne? Oh, scheiße. Das war's. Hätte ich mal vorher schon gepasst. Dann hätten wir uns das Ganze jetzt ersparen können hier. Mein Geist ist willig, aber diese blöden Stiefel. Ah, das war's. Das war jetzt ärgerlich. Lyrische Trottel. Das war dumm, das war dumm. War doch nicht so dumm. Sehr gut. War doch gar nicht so dumm von mir. Ich dachte jetzt, die würden nochmal Schaden ausfügen, aber das haben sie nicht gemacht. Perfekt für uns. Die Lyrier zermalmten die Nilfgaarder. Der Troll war nachdenklich geworden. Er betrachtete die Leichen der Invasoren und probierte sie. Schwarzmenschen nicht gut! Ganz recht, Herr Troll. Die Nilfgaarder sind ein übler Haufen. Sie haben unser Land überfallen. Schwarzmenschen so hart! Nicht gut! Viel Rüstung, hart zu beißen, auch versuchen? Nein, danke. Weißt du, mit wem du sprichst? Dies ist deine Königin. Grüße, deine Königin. Schöp mein Name. Na, Narina, ich werde schon zurechtkommen. Sag mal, Schöp, du hast da eine prächtige Fässersammlung. Treibst du vielleicht Handel? Nein! Fässer gut für Schlagschmetter, wenn Schöp sauer. Aber was ist vielleicht Handel? Das heißt, dass man ein Ding gegen ein anderes tauscht. Mit Gewinn. Eine Sache für andere? Für Glitzersteine? Ja.
Anhand von Magna Carta Liberatum kann ein Vertreter jedes Volkes... Karte? Karte? Fässer? Handel? Glitzersteine? Schöp hat Plan! Schöp geht! Bevor deine Königin geht, bekommt sie was von Schöp. Deine Königin hilft. Deine Königin kriegt Hilfe. Diese Karte wurde an eine Armee hinzugefügt und kann im Kommandozelt gefunden werden. Elf und Zwiebelsuppe. Der Troll machte Kehrt und rannte aus seiner Höhle. Wohin wusste nur er selbst. Als sie sich zum Gehen wandte, hatte Mewe so eine Ahnung, dass die Welt noch von diesem Troll namens Schöp hören würde. So, Schöppi, weg ist er. Ja, das war's für uns wieder mal. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.